Hallo Freunde der kleinen Bäume. Ja, ich würde sagen, der Sommer ist vorbei. Es wird nass, es wird kälter. Was hilft da besser als eine schöne heiße Tasse Tee? Aber da soll es ja gar nicht drum gehen, sondern um die schönen Herbstfarben. Und ich weiß, der Ginkgo biloba ist nicht unbedingt bei jedem Bonsai-Spieler so als Bonsai-Baum besonders beliebt. Aber ich finde ihn einfach aufgrund seiner Blattstruktur und der tollen Farbe, die er im Herbst hat und natürlich auch dem satten Grün im Sommer, finde ich ihn einfach einen schönen Baum. Und deswegen habe ich mir in meinen Bestand auch letztes Jahr eingeholt. Und ich habe den bekommen, da war der ungefähr 2 Jahre aus der Baumschule. Und da ging der hier auch einfach gerade hoch. Habe ich einfach ein Stück zurückgenommen. Ja, und was er gemacht hat, ist halt einen 9° Trieb nach oben. Aber hier unten hat er auch an 1, 2 Stellen die Knospen platzen lassen. Wie sagt man das? Sind ausgetrieben. Und ich denke, von der Stammdicke her ist es mir jetzt eigentlich genug, denn er soll eigentlich nur diese Höhe bekommen. Das heißt, dieser komplett lange Trieb, den werde ich Ihnen jetzt nehmen, weil ganz viel Kraft aus den Blättern wird er sich nicht mehr holen. Wenn ich jetzt mal so kurz dran wackele, dann war es das. Und auch die Blätter hier unten, da ist nicht mehr ganz viel dran, was noch irgendwie Energie in den Baum zurückbringt. Von daher, ich hole euch jetzt ein Stück ran, mache hier den wichtigsten Schnitt des Jahres für diesen Baum und zeige euch dann in dem Zusammenhang noch mal ein bisschen, wie es da unten im Topf aussieht, weil das kann man von da vorne nicht sehen. Ja, wie ihr seht, kommt hier der Stamm, dann habe ich hier so eine, oh je, fällt schon wieder alles ab, so eine kleine Knospe, dann hier ein Trieb, der einen guten Ast zur Seite bildet und hier oben kommt 2 raus, das heißt, wenn der hier nach oben wächst und der nach hinten, dann habe ich eigentlich schön irgendwie so 3 Äste zu allen Richtungen, der nach oben und der mir hier schon viel zu dick ist, den würde ich jetzt entfernen. Sicherheitshalber lasse ich da noch so einen halben bis 1 Zentimeter stehen. Ja, das wäre es geschafft. Wie gesagt, ich zeige euch noch mal das, was man hier unten sieht und den gucken wir uns dann gleich an. So, gehe ich mal nicht mit meinen dicken Wurstfingern hier rein. Man sieht das, der Stamm hat eigentlich nach unten hin eine schöne Verbreiterung. Wie das jetzt hier mit den Wurzeln genau aussieht, das werde ich allerdings dann erst im Frühjahr sehen. Der darf jetzt wieder zurück. Der wird im Folienzelt überwintert, aber zur Überwinterung kommt dann irgendwann nochmal ein separates Video von mir. Und ich denke, nächstes Jahr zum Umtopfen hole ich den nochmal kurz auf den Tisch. Da gibt es ein Video, wo 2, 3 Bäumchen umgetopft werden. Nichts Wildes und ich hole jetzt noch einen anderen Kandidaten auf den Tisch, der dieses Jahr auch noch unbedingt versorgt werden muss. Also bis gleich. Den Tee wenigstens noch austrinken. Meine Mädchenkiefer, warum steht die jetzt schon wieder hier auf dem Drehteller? Ganz einfach, ich gehe davon aus, dass nicht alle die Kommentare unter meinen Videos lesen
Und der Werner von Every Cut Matters hat noch einen ganz guten Tipp gegeben. Und ich dachte, der wäre so gut und das würde vielleicht noch ein paar Leute interessieren. Der hat gesagt, wenn ich die Äste drahte, dann soll ich doch nicht nur die unteren zwei Ebenen drahten, sondern am besten alle Ebenen und der Spitze hier oben auch noch so einen kleinen Schwung mitgeben. Ja, und ich habe das so rausgehört, je eher umso besser. Deswegen habe ich gedacht, ist das jetzt noch ein guter Zeitpunkt. Und ich hatte ja eigentlich den ganzen Baum durchgeputzt und überall die, meiner Meinung nach, alten Nadeln abgemacht. Und ja, jetzt zeigt mir der Baum im Herbst dann doch, welche Nadeln er auch noch ganz gerne weg hätte. Und ja, ich möchte ihn natürlich schön in den Winter übergeben, damit er im Frühjahr dann gleich vernünftig aussieht. Und von daher werde ich jetzt nochmal komplett durch den Baum durch alle braunen Nadeln entfernen und danach dann oben halt an den ein, zwei Stellen noch etwas Draht anlegen. Das Ganze für euch im Schnelldurchlauf, wirklich ein ganz, ganz schneller Schnelldurchlauf. Also bis gleich. Ja, das wäre jetzt also auch noch im Herbst geschafft, sodass das kleine Bäumchen dann im Frühjahr hoffentlich an allen möglichen Stellen wieder austreibt. Ich bin gespannt. Die ganzen Massen an Nadeln, die ich jetzt hier noch rausgeholt habe aus dem Baum, das sind quasi alles die zweijährigen Nadeln gewesen. Und letztes Jahr der Austrieb war auch nicht so gut. Da habe ich das Bäumchen zu lange drin behalten, dann sind die ersten Nadeln schon gekommen, dann ist es rausgekommen und dann gab es ja vorletztes Jahr war das nochmal eine ziemlich lange kalte Phase mit Schnee und Frost und sowas und ja, das tat dem Baum auf jeden Fall nicht so gut, das hat man gemerkt. Letztes Jahr, das war alles gut und darum hoffe ich, dass nächstes Jahr auch wieder gut wird und dann sieht er auch wieder richtig schick aus. Das zu dem Baum. Und jetzt hole ich noch einen ganz kleinen Kandidaten, auch für nächstes Jahr auf den Tisch. Da zeige ich euch auch noch schnell was. Also, kurzer Wechsel. Thank you.
Eigentlich hatte ich gehofft, ich könnte euch hier so einen richtig schönen gelben Ahorntraum zeigen, aber ja, ich bin entweder 2 Tage zu spät oder das hier ist 2 Tage zu früh gekommen, wie auch immer. Vor ein paar Tagen war er noch ein bisschen besser als jetzt, ist eigentlich ein bisschen schade, aber was soll man machen? Ich müsste jetzt sonst ein Jahr warten, bis ich euch wieder das Gelb an diesem Baum zeigen kann. Was ist das für ein Baum? Das ist quasi ein Gartenfindling. Der ist hier irgendwo in der Ecke gewachsen. Den habe ich rausgeholt und der hat einen ziemlich coolen Wurzelansatz. Ich würde den gleich mal ganz kurz noch so ein paar Steinchen freilegen. Und das ist so ein bisschen Spoiler auf nächstes Jahr, denn mit dem Kandidaten habe ich eine Felsenbepflanzung vor. Der hat nämlich super coole Wurzeln, wo ich denke, die könnten sich eigentlich ganz gut um so einen Stein rumlegen. Aber ich zeige euch das mal kurz. So, ich hoffe, man kann das auf dem Video erkennen. Ich habe hier fehlt leider noch eine, aber ansonsten habe ich hier ringsherum richtig cool super dicke Wurzeln. So, und mit diesem Bild von, nehmt euch einfach das Blatt hier, diesen schönen Herbstfarben, entlasse ich euch in den Herbst. Passt auf eure Bäume auf, gerade jetzt, wenn es viel regnet, die ganzen Nadelgehölze vielleicht nicht unbedingt jeden Regen mitnehmen lassen. Erfreut euch an den schönen Farben. Und ich habe noch so 1-2 Kandidaten hier, die eventuell auch noch ein Farbspektakel bringen könnten. Die sind aber noch nicht so weit. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß mit euren Bäumen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.